Meine Damen und Herren, es gibt nochmal ein Update zu Corona. Nach wie vor steigen die Inzidenzen in der Region Hannover und zwar fast ausschließlich oder in weiten Teilen dadurch, dass Menschen auf Indoor-Partys sind. Wir haben in einem Bereich in wenigen Tagen 140 Infektionen in einem direkten Indoor-Party-Zusammenhang, die dann dazu geführt haben, dass wir 3000 enge Kontaktpersonen identifiziert haben, die in Quarantäne müssen. Bei zahlreichen Infektionen konnten wir bis zur fünften Ebene feststellen, dass der Ursprung bei der Indoor-Party war. Und deshalb gerade in der Urlaubszeit den wichtigen Hinweis, prüfen Sie, mit wem Sie sich treffen und wie Ihr Freizeitverhalten ist. Der Gang in eine Indoor-Party, auch wenn er erlaubt ist, kann am Ende dazu führen, dass Sie nicht in den Urlaub fahren können, weil Sie in Quarantäne müssen. Sie können das verhindern, indem Sie sich impfen lassen. Wer geimpft ist, ist als Kontaktperson von der Quarantäne befreit. Auch das ist ein Grund. Ich persönlich bin übrigens sehr sicher, dass es in nicht allzu langer Zeit deutlich weitere Beschränkungen auch geben wird, die dann für Geimpfte nicht gelten werden. Für dieses Wochenende noch ein wichtiger Hinweis. Es ist möglich, dass Kinder und Jugendliche ab 12 Jahren im Impfzentrum geimpft werden. Dort gibt es auch für dieses Wochenende, also für heute und morgen, für Freitag und Samstag, noch Termine. Sie müssen sie bei der Landeshotline unter der hier eingeblendeten Telefonnummer anmelden. Es ist auch für Jugendliche möglich, sich zu impfen. Und auch das natürlich ein ganz wichtiger Faktor, weil sie natürlich auch mobiler sind und noch mehr Menschen treffen. Also der Appell, lassen Sie sich impfen. Sie können sich erstens selber schützen, Ihre Angehörigen schützen, aber eventuell auch eine Quarantäne vermeiden, die Sie sonst als Kontaktperson hätten. Ich gehe davon aus, dass in der nächsten Woche wegen der steigenden Inzidenzen und der Erkenntnisse, die insbesondere im Indoor-Party-Bereich stattgefunden haben, es noch weitere Änderungen und auch noch Allgemeinverfügungen geben wird. Aber dafür ist es jetzt im Moment zu früh.